Ja, der Hund, der beste Freund des Menschen. Und natürlich ist es auch bei uns so, dass uns unsere Amy auf unseren Campingreisen entsprechend begleiten soll. Und natürlich legen wir dabei viel Wert darauf, dass es dem Hund gut geht. Und am besten geht es dem Hund, wenn er sich frei bewegen kann, aber gleichzeitig auch für uns entsprechend unter Kontrolle ist, damit hier eben auch nichts passiert. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass sich die Firma Yourgear bei mir gemeldet hat. Und die haben mich nämlich gefragt, ob ich deren neuen Hundezaun, den Larino, einmal testen möchte. Der mobile Absperrzaun Larino kommt in 4 Meter Abschnitten. Der wird über Reißverschlüsse hier entsprechend verbunden und kann im Prinzip beliebig lang verlängert werden und dem Grunde nach auch in jeder vorstellbaren Form aufgebaut werden. Dabei besteht dieser Absperrzaun aus einem Textilen-Meshgewebe, was dadurch gekennzeichnet ist, dass es nicht nur hochreißfest ist, sondern zugleich auch absolut UV-stabil und schnell trocknend, dabei auch sogar wasserabweisend ist. Der Larino Mobilzaun, der im Übrigen 90 cm hoch ist, ist dabei recht schnell aufgebaut. Und was mir direkt aufgefallen ist, dieser Mobilzaun ist richtig standfest. Das kommt daher, dass in einem Teilstück von 4 Metern hier 5 Stahlstangen mitgeliefert werden, die im Übrigen auch pulverbeschichtet sind. Die werden hier in den Boden entsprechend eingeschlagen. Dafür gibt es auch eine Einschlaghilfe. Schauen wir uns im Detail auch gleich nochmal an. Und on top, neben diesen entsprechenden Stahlstangen, gibt es noch solche Bodenplatten, eine Art Bodenanker, die dann on top eben nochmal diese Stahlstangen hier fixieren über die ebenfalls im Lieferumfang befindlichen Bodenanker. Des Weiteren ist hier in der Mitte eines jeden Elementes noch einmal ein solcher Ösenring hier angebracht. Der soll dann verhindern, über die ebenfalls im Lieferumfang befindlichen kleinen Heringe, dass der Hund sich hier beispielsweise unter den Zaun drücken kann. Und dann haben wir hier nochmal eine zusätzliche Stabilität. Da passiert also wirklich gar nichts. Des Weiteren können wir on top, und das habe ich schon gar nicht mehr verwendet, weil es meines Erachtens gar nicht notwendig war, hier diesen Zaun auch nochmal verspannen. Denn auch an der Oberseite haben wir solche Ösenringe und auch Abspannleinen sind mit im Lieferumfang dabei. Aber wie gesagt, also das ist dann schon wirklich Fort Knox. Das ist meines Erachtens alles gar nicht notwendig. Man kann es aber eben tun, wenn man das denn möchte. Was wir jetzt hier aus der Nahansicht noch einmal sehen, ist der Aufbau dieses Meshgewebes. Das ist im Übrigen sowohl oben am Zaun als auch unten mittels eines solchen Stoffsaums nochmal gefasst. Das sorgt dann auch nochmal für eine zusätzliche Stabilität. Und was dann eben wieder besonders gut ist, ist die Tatsache, dass das so engmaschig ist. Ich denke da jetzt beispielsweise bei diesen grobmaschigen Netzen, die man so aus dem Schafsumfeld kennt, wenn da ein Hund zum Beispiel mit der Pfote durchgreift, in Anführungsstrichen, oder aber mit seiner Kralle eben entsprechend dann hängen bleibt, da kann es dann durchaus auch schon mal zu schweren Verletzungen kommen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass dieser Zaun hier eben entsprechend so dicht verarbeitet wurde. Wie schon erwähnt, werden die einzelnen 4 Meter Zaunelemente ganz einfach über einen Reißverschluss miteinander verbunden, sodass dann tatsächlich beliebige Zaunlängen auch möglich sind. Was auch schön ist, es gibt für den Larino-Zaun im Übrigen auch ein entsprechendes Torelement, was auch hier nur ganz einfach über einen solchen Reißverschluss hier reingesetzt wird. Das hat dann nochmal eine Breite von 2 Metern und lässt sich hier, wie man sehen kann, ebenfalls ganz einfach öffnen. Und dann habe ich hier eine richtig gute Einstiegsbreite. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise mit einem Fahrrad rein möchte, ist das überhaupt kein Problem. Und auch das Schließen ist natürlich absolut problemlos und auch wirklich schnell gemacht. Das kriegt man auch ganz gut sogar mit einer Hand hin. Ja, und bevor jetzt Kommentare kommen, ja, jetzt habt ihr nach vorne alles schön abgesichert, aber der Hund, der könnte ja unter dem Auto durch und dann abhauen. Ja, das stimmt prinzipiell, aber unser Hund ist eben wirklich so erzogen, der darf niemals unter das Auto, damit da überhaupt nichts passieren kann, egal wo wir stehen. Das ist eine absolute No-Go-Zone, da hält sich unser Hund auch dran. Ich könnte aber auch nochmal den Zaun hier vorziehen, sodass da also bei anderen Hunden auch kein Problem gegeben wäre. Ja, und unter fachmännischer Aufsicht, da wollen wir uns natürlich auch einmal den Lieferumfang eines 4 Meter Zaunelementes anschauen. Wir haben zunächst einmal die Anleitung, die wir aber meines Erachtens eben nicht benötigen. Dann als erstes haben wir im Lieferumfang das 4 Meter Meshgewebe, dazu die schon erwähnten 5 Aufstellstangen, die dann mit der ebenfalls im Lieferumfang befindlichen Einschlaghilfe entsprechend in den Boden eingebracht werden. Das zeige ich euch gleich im Detail auch nochmal. Wir haben hier die 5 Bodenplatten, dazu gehöre ich die 10 Bodenanker und die Zeltheringe zur weiteren Fixierung der einzelnen Zaunelemente, aber auch zur Fixierung der entsprechenden Abspannleinen. Das Ganze wird dann in einem praktischen Aufbewahrungsbeutel angeliefert.
Wie funktioniert nun der Aufbau? Ganz einfach, wir nehmen unsere Aufstellstange, rammen die in den Boden an die jeweils gewünschte Position, dann benutzen wir unsere Einschlaghilfe, die wird in die Aufstellstange eingeführt und damit schlage ich dann ganz einfach diese Aufstellstange entsprechend in den Boden ein. Das Ganze, das ist jetzt schon wirklich richtig stabil. Ich würde hier eigentlich meines Erachtens gar nichts weiter verbauen. Aber wenn ich vielleicht einen weichen Boden habe, dann kann ich eben diese zusätzlichen Platten noch bei benutzen. Die schiebe ich hier einfach über meine Aufstellstange drüber. Und diese Platten werden dann nochmal mittels der im Lieferumfang befindlichen Schraubanker hier entsprechend auch nochmal fixiert. Ja, und mit dieser Bodenplatte und den beiden zusätzlichen Bodenanker, da kann man schon fast sagen, da wird unser Zaun bald wolfssicher. Ja, und dann nehme ich meinen Mesh Gewebe und schiebt das einfach jetzt hier über diese entsprechend angebrachten Laschen auf diesen Zaunaufstellpfahl und dann bin ich schon entsprechend fertig. Das Ganze geht dann hier durch alle entsprechenden Aufstellpfähle weiter. Ich kann natürlich auch diese Aufstellstangen vorab schon einbringen und schlage dann hier entsprechend, deswegen lässt sich das Ganze hier über ein Klettband lösen, in dem montierten Zustand meine Aufstellstange ein, über die Einschlaghilfe. Das geht also auch wunderbar. Also insofern bin ich da völlig frei, wie ich das entsprechend hier gestalten möchte. Der Jurgir Larino Mobilzaun, der macht wirklich auf mich einen hervorragend verarbeiteten Eindruck. Insbesondere die Standfestigkeit, die ist wirklich meines Erachtens nahezu perfekt. Und ich sehe tatsächlich sogar eine Vielzahl weiterer Einsatzszenarien für diesen Mobilzaun. Ich denke da beispielsweise auch an den eigenen Garten, wenn jemand Welpen beispielsweise hat. Oder aber vielleicht zur temporären Eingrenzung eines Swimmingpools, damit Kinder dort nicht reinfallen. Oder aber vielleicht miete ich mir sogar eine Ferienwohnung an und auch da habe ich keinen ansonsten sicher abgegrenzten Gartenzaun für meinen Hund, dann kann ich den auch dort eben zur Verwendung bringen. Die Stabilität dieses Zauns, die hat aber eben auch einen Nachteil, den ich hier nicht verschweigen möchte. Dieser Zaun ist relativ schwer. Ein 4 Meter Element wiegt über 5,5 Kilo mit allen Zubehörkomponenten. Aber da kann man natürlich auch, wenn man mehrere dieser 4 Meter Elemente mitnimmt, tatsächlich auch ein bisschen wiederum an Gewicht sparen. Ich muss ja dann auch nicht explizit für jedes 4 Meter Element beispielsweise eine Einschlaghilfe hier mitnehmen. Und ich meine auch, dass man nicht alle Heringe und Bodenplatten zur Verwendung bringen muss. Insofern ist es in der Hand jedes Einzelnen hier auch gleichzeitig wieder das Gewicht reduzieren zu können. Reden wir abschließend noch kurz über das Thema Geld. Ein 4 Meter Element kostet um die 50 Euro. Ich glaube, es sind 49,90 Euro. Ein Türelement hingegen kostet nur 30 Euro. Und das, was ihr jetzt hier im Aufbau gesehen habt, das waren ja zwei 4 Meter Elemente und ein Türelement. Das wären gesamthaft 130 Euro. 130 Euro ist in der Tat eine Stange Geld, aber seid euch versichert, bei meinen Recherchen habe ich tatsächlich Hundezäune gesehen, die noch mal deutlich teurer waren. Den Artikel, den verlinke ich wie immer natürlich auch in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Like. Ich freue mich natürlich wie immer noch ein wenig mehr über ein Abo. Und ich sage mal, macht es gut, auf bald. Habt schöne Reisen mit eurem Hund.